9. August 1870. Der zukünftige Kaiser Wilhelm I. besucht Saarbrücken. Ehrerbietig begrüßt der beigeordnete Queen souverän und Gefolge, bei bestem Wetter. Es sind die ersten Tage des Deutsch-Französischen Kriegs. Viel Saarbrücker Prominenz ist gekommen. In dem farbigen Entwurf für ein viel größeres Gemälde hält der Maler das historische Ereignis als Momentaufnahme fest, oder? Es kommt nämlich das dann zur Geltung, was man von Fotografien kennt. Man schaut sie an, man denkt, klar, so war es. Ich bin selbst so ein Stück weit mit dabei, sogar als Betrachter, weil die Distanz verloren geht. Und daraus entwickelt sich die Suggestionskraft dieser Bilder. War es wirklich so? Oder vielleicht so? Tatsächlich kommt der hohe Besuch mit einem Tag Verspätung an. Die geplante Begrüßung fällt aus. Bei diesen Bildern fällt ins Auge, wie genau sie gearbeitet sind. Die Zeitgenossen mussten jedes Detail dieser Bilder verstehen und nachvollziehen können. Ein Fehler bei der Uniform oder ein Fehler in der Landschaft wäre von allen kritisiert worden und das ganze Werk wäre in Frage gestellt worden. Was zeigen diese Bilder? Welche Botschaften sendet der Maler? Welche Mythen ruft er in Erinnerung und was bezweckt er damit? Fragen, die die Forschung bis heute beschäftigen. Jahrzehntelang stand dieses Bild nicht für die Geschichtsforschung zur Verfügung. Man weiß, dass es beschädigt ist, aber wie stark? Katharina Deimel wird das gut 18 Quadratmeter große Gemälde im Auftrag des Historischen Museums Saar restaurieren. In aller Öffentlichkeit. Mitten im Museum. So soll es am Ende wieder aussehen. Nur in Farbe. Die Anspannung ist groß. Beim Ausrollen des Bildes kann viel schiefgehen. Ein heikler Moment. Okay, stopp. Kante 2. Loslassen, loslassen. Gut. Und ziehen. Okay. Stopp. Erstmal erleichtert, dass es jetzt liegt. Und jetzt kann ich anfangen, es mir in Ruhe anzugucken. Vor allem auch den Chartbereich auf dieser Seite. Die Ankunft des Königs gehört zum sogenannten Saarbrücker Rathauszyklus von Anton von Werner. Er besteht aus 7 Gemälden und wurde ab 1880 viele Jahrzehnte lang in einem Anbau des damaligen Rathauses ausgestellt. Er erzählt die Entstehung des Deutschen Kaiserreichs in 3 Bildern. Der Schlacht bei Spiechern, dem Besuch des Königs in Saarbrücken und einem Sinnbild für die Vereinigung der deutschen Stämme. 4 monumentale Porträts flankieren die Bilder. Der Sohn und der Neffe des Königs, Bismarck und Moltke. Der Maler Anton von Werner stammte aus Frankfurt an der Oder und hatte sich auf die Darstellung historischer Ereignisse spezialisiert. Direktor Simon Mazerat erwirbt den monumentalen Zyklus 2019 für das Historische Museum Saar und widmet ihm 2021 eine Ausstellung. Dort ist aber nur die farbige Vorstudie zur Ankunft des Königs zu sehen. Denn das Original wird ja gerade im Untergeschoss restauriert. Und so viel weiß man schon. Die Komposition des Gemäldes weicht von der kleineren Vorstudie ab. Simon Mazerat hat seinen Freund und Kollegen Laurent Turner eingeladen. Er leitet das Museum des Deutsch-Französischen Kriegs in Gravelotte bei Metz. Ein junger deutscher und ein junger französischer Museumsdirektor erforschen gemeinsam, wie der Krieg in beiden Ländern erzählt und vermittelt wurde. Kurzer Zeit haben wir erst diese Fotos bekommen aus den 90er Jahren, wo man im Grunde den ursprünglichen Zustand besser erkennt.
Dadurch können wir jetzt sehr gut abgleichen, der Zustand vor der Restaurierung und nach der Restaurierung bei den schon restaurierten Gemälden und die zwei, die wir restaurieren, insbesondere die Ankunft des Königs. Da sehen wir dann sehr wohl die Löcher und auch die Fehler. Und jetzt, wo wir das Gemälde wieder freilegen, freiarbeiten, sehen wir dann im Vergleich, wie war es in den 90ern, wie ist es heute. Minutiös hat Anton von Werner die Bilder über Jahre hinweg geplant. Mehrfach war er in Saarbrücken, um Skizzen seiner Protagonisten zu zeichnen. Die preußische Regierung hatte bei ihm einen großen patriotischen Zyklus bestellt. Seine Entwürfe musste er von der preußischen Landeskunstkommission genehmigen lassen. Also hier sehen wir die Katharine Weisgerber. Manchmal Katharina, manchmal Katharine. Das ist in der Geburts- und Sterbeurkunde unterschiedlich bei ihr. Deshalb führt das immer wieder zu Irritationen und im Volksmund wird sie ja oft Schulze Katrin genannt. In dem Fall wurde Anton von Werner Opfer sozusagen der von ihm dominierten Landeskunstkommission, weil sie eben auch beim Saarbrücker Rathauszyklus sehr genau sich eingemischt haben und auch gegen den Willen des Künstlers gesagt haben, wir wollen im Bild andere Akzente zum Beispiel haben. Bei der Ankunft des Königs war es so, dass verschiedene soziale Schichten im Bild wiedergespiegelt sind. Es war ganz klar, wo die Frauen stehen, wo die Kriegsversehrten stehen. Und da stand in der Ursprungsversion Katharina oder Katharine Weisgerber im Vordergrund. Und die Landeskunstkommission hat entschieden, diese Dame, an der so das Lazarettwesen und die Versorgung von Verwundeten repräsentativ für viele andere Frauen aufgemacht wurde, im Bild in den Hintergrund zu verschieben, sodass nur ihr angeschnittener Kopf zu sehen war. Und das ist ein ganz entscheidender Eingriff in die Bildsprache, in das Storytelling des Saarbrücker Rathauszyklus. Und da hat die Landeskunstkommission sich eben durchsetzen können. Stattdessen musste von Werner die Saarbrücker Haute Volée in den Vordergrund setzen. Storytelling. Auch wenn das Wort im 19. Jahrhundert noch nicht erfunden war, so ging es doch auch schon im Deutsch-Französischen Krieg genau darum. Und zwar von Anfang an. Deutschland, das sind bis 1870 viele Einzelstaaten wie Bayern und Württemberg, sowie die norddeutschen Länder unter der Führung Preußens. Ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten Regeln, bis hin zu verschiedenen Urzeiten. Preußischer Reichskanzler ist, seit 1862, Otto von Bismarck. Sein Ziel, ein neues, vereintes deutsches Kaiserreich unter Führung von Preußen. Ein Konflikt mit Frankreich kommt ihm deshalb sehr gelegen. Wochenlang provozieren sich beide Länder gegenseitig. Schließlich erklärt Frankreich Preußen im Juli 1870 den Krieg. Das steht jetzt als Opfer französischer Aggression da. Die anderen deutschen Staaten eilen solidarisch zu Hilfe. Saarbrücken ist damals eine verschlafene Provinzstadt am Rand des Preußischen Reichs. Zwei Wochen nach der Kriegserklärung wird die Stadt zum Ort der ersten Kämpfe zwischen preußischen und französischen Soldaten. Am 2. August sind die ersten französischen Aufklärerpatrouillen nach Saarbrücken gekommen. 3. August hatten sie schon Alt-Saarbrücken besetzt. Für die Franzosen steht Saarbrücken für Sieg. Für sie ist es die erste große Schlacht in diesem Krieg. Im Grunde sind dann hier in Saarbrücken die ersten Schüsse überhaupt des deutsch-französischen Krieges gefallen. Die französische Armee schöpft daraus schnell Selbstvertrauen. Zu schnell. Die anschließende Niederlage von Spichern kommt daher vollkommen unerwartet. Denn schon nach wenigen Tagen hatten sich die Franzosen aus Saarbrücken zurückgezogen. Am 6. August kommt es in Spichern vor den Toren der Stadt zur großen Schlacht. Anfangs ist Frankreich zahlenmäßig überlegen. Trotzdem geht die Schlacht verloren. Der französische Oberbefehlshaber unterschätzt die Situation, begeht Fehler. Ein Schock für die Nation, die Europa lange dominiert hat. In Frankreich wird man die Schlacht von Spichern ganz schnell vergessen, denn es war eine der ersten großen Niederlagen der französischen Armee. Darüber schweigt man. Deshalb wird man sich später lieber an die Schlacht von Rezonville bei Metz erinnern, denn das war ein französischer Sieg auf französischem Boden.
Militärisch war die Schlacht von Spichern nicht wichtig für den weiteren Verlauf des Deutsch-Französischen Krieges, mit einer Ausnahme, dass die Schlacht ein psychologisches Akzent gesetzt hat, dass man also gezeigt hat, dass man mit einer Pseudo-Opferbereitschaft für die Heimat sozusagen da in diesen Kampf ging und gerne gefallen wäre. Dafür wurde Spichern schon während des Krieges und auch im Nachhinein dann zu einem Symbol. Dabei schätzen auch die preußischen Generäle die Situation falsch ein und schlagen ohne Kampfbefehl der Heeresleitung los. Am Ende legitimiert der Sieg die Verluste. Auf beiden Seiten zusammen waren etwa 45.000 Soldaten beteiligt und dann sind etwa 1.300 verstorben. Es gibt auch genaue Todeslisten und mehrere tausend verletzt. Ja. Von Werner widmet Spichern das erste Bild seines Zyklus und konzentriert sich dabei auf eine Episode der Schlacht, um einen Helden zu inszenieren. General Bruno von François. General François, der hier dargestellt wird, im Zentrum des Geschehens. Er steht mit weit ausholenden Armen nicht nur deswegen so da, um diese Bewegung nachzuempfinden, seine Soldaten anzutreiben nach oben zur Spitze des Spicherer Berges. Er wird danach von so und so vielen Kugeln getroffen und stirbt dann kurze Zeit später. Also diese Pose, die er da einnimmt, die ist ja wirklich bühnenreif, muss man schon fast sagen. Auch der Historiker Paul Burgart beschäftigt sich intensiv mit den Gemälden. Für ein Buchprojekt analysiert er en Detail ihre Aussageabsicht und Bildsprache. Denn es wäre ein Fehler, sagt er, zu glauben, dass das, was man sieht, genauso stattgefunden hat, obwohl es auf den ersten Blick so scheint. So ist auch der Sturm auf den Spicherer Berg bis zum letzten Pinselstrich durchkomponiert. Es geht auf diesem Bild jetzt nicht um Verherrlichung des Krieges. Dafür sind die Mittel zu sparsam eingesetzt. Es geht darum, dass im Krieg in einer Episode des Krieges, und zwar in einer oder vielleicht der zentralen Episode der Schlacht, die vor Saarbrücken oder vor Spichern stattgefunden hat, ins Bild zu setzen. Und diese Episode besagt, erstens, durch den Krieg gegen Frankreich gewinnen wir die Nation. Zweitens, dafür ist die Opferwilligkeit auch der Soldaten notwendig gewesen. In diesem Bild musste alles so stimmen, dass alle Ortskundigen und Beteiligten sich da absolut drin wiederfinden. Was man nicht darin sehen will, sind schlimmere Verletzungen, wie sie auch bei Schussverletzungen auftreten können. Es ist also dieser Herz- und Kopfschuss als Tod, ohne dass er Spuren hinterlässt, auf dem Gemälde ganz klar zu erkennen. Und natürlich durfte keiner den Saarbrücker Rathaussaal betreten und dann mit seinem Trauma in Kontakt kommen und vor den Bildern weinend zusammenbrechen. Und Anton von Werner musste im Grunde es schaffen, ein realistisches Abbild zu erzeugen, ohne dass jemand einen psychologischen Flashback erlebt. Das ist dieser schmale Grat, in dem er sich befindet und wo man dann diskutiert, warum wurde Krieg genauso, wie er da dargestellt wurde, dargestellt. Details wie ein Stahlwerk oder durch den Kampf abgebrochene Äste lassen das Gemälde realistisch erscheinen. Aber wo sind die französischen Soldaten? Der Feind wird reduziert auf Rauchwolken. Man kann die französischen Linien nur erahnen. C'est la volonté des artistes en fait de mettre en avant l'armée de leur nation. Es geht den Künstlern vor allem darum, die eigene Armee in den Vordergrund zu stellen. Sie stellen sich in den Dienst ihrer Nation. Anton von Werner zeigt, wie die preußischen Soldaten diesen Berg erstürmen. Darum geht es ihm letztlich, den Soldaten als Helden darzustellen. Auf französischer Seite ist das nicht anders. Kaiser Napoleon III. Trägt schon im Namen das Erbe eines großen Kriegshelden, seines berühmten Onkels Napoleon I. Noch immer gilt die französische Armee als die stärkste in Europa, mit erfahrenen Berufssoldaten, Elitekämpfern aus den Kolonien und Fremdenlegionären. Doch sie ist schlecht organisiert und auf den Krieg nicht vorbereitet. Die Mobilmachung wird zum heillosen Durcheinander. Transportzüge sind falsch bestückt, den Soldaten fehlt Munition und Nahrung. Aus dem schnellen Sieg, mit dem Kaiser und Generalstab rechnen, wird nichts. Statt wie geplant einen Riegel zwischen Nord- und Süddeutsche Heere zu schieben, müssen sich die französischen Truppen nach der Schlacht bei Spichern ins eigene Land zurückziehen. Immer
tiefer, denn es folgt Niederlage auf Niederlage. Schon im September ergibt sich Kaiser Napoleon III. In Sedan seinem Gegenspieler Bismarck. Napoleon dankt ab, aber der Krieg geht weiter. Die französischen Soldaten kämpfen nun für die junge Republik. Die Überreste eines monumentalen Panoramas im Museum von Gravelotte. Es zeigt die Schlacht im Nachbarort Rezonville. Dort gelingt es den Franzosen, die deutschen Truppen zurückzudrängen, wenn auch nur für kurze Zeit. Festgehalten wurde dieser flüchtige Sieg von Alphonse de Neuville und Édouard de Taille. Auch ihnen geht es darum, die eigene Nation zu würdigen, denn die junge französische Republik braucht einen Gründungsmythos. Aber wie macht man das angesichts der tief traumatischen Niederlage? De Neuville und de Taille wollen vermitteln, für das militärische Fiasko sind Napoleon III. Und seine Entourage verantwortlich. Die einfachen Soldaten hingegen, die stellvertretend für die Republik stehen, haben ehrenhaft gekämpft. Die Kunsthistorikerin Charlotte Chenic sagt, die künstlerischen Mittel sind denen von Werners ganz ähnlich. Einerseits Detailgenauigkeit, andererseits Inszenierung. Aber die Aussage ist eine andere. Anton von Werner zeigt eine andere Art von Heldentum. Ganz einfach, weil der Krieg für die Deutschen anders ausging. Daher kann er sich auf den Mut und das Heldentum der Soldaten während der Schlacht konzentrieren. Neuville dagegen malt den Moment, in dem sie vorüber ist. Und man sieht die unmittelbaren Folgen vor Ort. Wir sind hier konkret am 16. August, abends um 18 Uhr. Die französischen Soldaten nehmen das Schlachtfeld ein, überall Tote und Verletzte, und die Heeresführer besprechen, wie sie den Kampf fortführen. Das Panorama von Rezonville wird in Frankreich dazu beitragen, den verlorenen Krieg in einen moralischen Sieg umzudeuten. De Neuville und von Werner kannten sich nicht nur, sie tauschten sich sogar aus, um Details wie Uniformknöpfe möglichst korrekt darzustellen. Anton von Werner und Alphonse de Neuville standen beide der Armee sehr nahe. De Neuville war sogar selbst Soldat. Das schuf Nähe zwischen den beiden Künstlern. Auch wenn beide ihre eigenen Stile haben, verbindet sie die realistische Darstellung der Schlachtfelder und der Fokus auf dem Gesichtsausdruck der Soldaten. Beide wollen der Realität so nah wie möglich kommen. Die preußische Armee und ihre Verbündeten dringen immer weiter nach Frankreich vor. Am 18. Januar 1871 wird Wilhelm I. im Spiegelsaal von Schloss Versailles zum deutschen Kaiser proklamiert. Trotz der pompösen Umgebung eine nüchterne Veranstaltung. Obwohl im Umfeld viel fotografiert wird, das Ereignis wird nicht im Foto festgehalten. Erst in letzter Minute wird Anton von Werner herbeigerufen. Heute haben alle sofort dieses Gemälde vor Augen. Es inszeniert die Veranstaltung als feierlichen Moment. Überlebt hat nur die Version, die als einzige nicht den frisch gekürten Kaiser, sondern Otto von Bismarck, den Regisseur der deutschen Einigung, in den Mittelpunkt stellt. Denn aus den Skizzen, die er vor Ort gemacht hatte, gestaltete Anton von Werner im Laufe der Zeit mehrere unterschiedliche Fassungen. Die Kaiserproklamation wird sein berühmtestes Werk werden. Man denkt tatsächlich, wie bei einer Fotografie, ja, so ist es passiert. Ja, also man guckt gar nicht drauf, dass das eigentlich eine abseitige Veranstaltung war, dass das überhaupt gar nicht so stattgefunden hat, dass die beteiligten Personen überhaupt gar nicht so und auch nicht in diesen Uniformen da gestanden haben müssen. Das denkt man gar nicht. Die Realitätsanmutung ist so hoch und so suggestiv, dass es natürlich diese Wirkung verstärkt. Das ist die Kaiserproklamation. Für Frankreich ist die Proklamation des Deutschen Kaiserreichs in Versailles eine Erniedrigung ohnegleichen. Und das Deutsche Reich annektiert Teile Lothringens und das Elsass. Straßburg und Metz werden deutsch. Die Bewohner stehen vor der Wahl, Deutsche zu werden oder nach Frankreich auszuwandern. So festgehalten im Frieden von Frankfurt zwischen zwei neuen Staaten, der Französischen Republik und dem Deutschen Reich.
Frankreich muss Deutschland innerhalb von 3 Jahren 5 Milliarden Goldfranc zahlen. Rund 1450 Tonnen Feingold. Solange bleiben deutsche Truppen in Teilen Frankreichs stationiert. Anton von Werners Verbindungen zum Königshaus zahlen sich aus. Er wird beauftragt, für Saarbrücken einen, wie es damals heißt, großen patriotischen Zyklus zu malen. Zum einen, weil Saarbrücken die einzige Stadt war, in der, wie man damals sagt, der Erbfeind persönlich anwesend war. Also das hat Saarbrücken gegenüber alle anderen ausgezeichnet. Dann stand Saarbrücken am Beginn dieses Feldzuges, der zur deutschen Reichseinigung führte. Das heißt, man hatte auch einen chronologischen Ausgangspunkt, um das zu zeigen. Das dritte war der Dank an diese Region, die, wie es damals hieß, durch ihre Opferwilligkeit und ihre Opfermütigkeit eine solche Auszeichnung besonderer Art verdient hatte. Pünktlich zum 10. Jahrestag der Schlacht von Spichern wird der Rathaussaal 1880 eingeweiht. Es war damals für alle Städte im Deutschen Reich wichtig, diese Zugehörigkeit zum Deutschen Reich zu symbolisieren. Und es sind deshalb sehr viele unterschiedliche Denkmäler entstanden. Und dieses eben ein außergewöhnliches, besonderes, wo man sagen würde, das gehört zu den Top 20, aus damaliger Sicht Top 20 der wichtigen nationalen Denkmäler. Gleich nach dem Krieg waren im Umfeld des Schlachtfelds schon viele Denkmäler und Orte der Erinnerung entstanden. Zum Beispiel der Winterbergturm mit Panoramablick. Neugierige aus dem ganzen Reich, aber auch aus England oder Italien, besuchen jetzt die Schlachtfelder des Krieges, pilgern zu den Gräbern der Gefallenen. Der Friedhof Ehrental entsteht. Auch er wird zur großen Attraktion. Denn hier liegt Bruno von François, den Anton von Werner in Heldenpose wenige Augenblicke vor seinem Tod dargestellt hat. Er ist nicht nur als Person populär geworden, sondern genau wie es das Bild gezeigt hat, ist er populär geworden. Man kannte ihn natürlich seit dem 6. August 1870 in Saarbrücken, weil er derjenige war, der die zentralen Regimenter geführt hat auf den Spicherer Berg und hier den Heldentod gestorben ist. Diese Geschichten, die ewig weitererzählt wurden. Aber spätestens mit den Bildern von Anton von Werner war er auch in einer ganz spezifischen Form überliefert. Also wie er auf dem Schlachtfeld steht, wie er den Arm erhoben hat mit dem Säbel und seinen Regimentern zeigt, wo der Weg nach oben führt. Dieses Bild wird vielfach nachgedruckt, sogar als Denkmal umgesetzt. Wie die Kaiserproklamation geht auch diese Inszenierung ins kollektive Gedächtnis ein. Die Euphorie war sehr, sehr groß. Deswegen war man gerne bereit, diese Bildbotschaften anzunehmen. Aber das zeigt auch, dass die Staatskunst nicht nur für den Staat, nicht nur für das Hohenzollernhaus funktioniert hat, sondern es auch in der breiten Bevölkerung gerne angenommen wurde. Also es war ein Abziehbild des Krieges, wenn man so will, was da nachher produziert worden ist. Hotels und Restaurants wie das Gasthaus Woll in Spichern entstehen. Nach 1890 kommen Postkarten in Mode. Schlachtfeldmotive werden zum Verkaufsschlager. Aber dass dann Reisegruppen, Familien mit dem Zug nach Saarbrücken angereist sind, das hat im Grunde eine Dimension angenommen, die einen Tourismus an Punkte gebracht hat, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Nouvelle Industrie, finalement touristique. Es entwickelt sich eine regelrechte Tourismusindustrie, denn sehr schnell kommen sehr viele Touristen. Neben Hotels und Herbergen werden auch Museen gebaut und Denkmäler errichtet. Es entstehen neue Orte der Erinnerung. So wie der Saarbrücker Rathaussaal. Jahrzehntelang gehört er zu den Top-Attraktionen der Stadt und steht in jedem Reiseführer. Ironie der Geschichte, dieser Ort der Erinnerung an einen Krieg wird durch einen anderen Krieg in Schutt und Asche gelegt. Beim großen Bombenangriff auf Saarbrücken im Oktober 1944. Doch die Bilder werden gerettet.
6 von 7 Bildern scheinen noch sauber rausgenommen worden zu sein aus dieser Holzvertäfelung, die an der Wand sich befunden hat. Und ein Bild, also die Ankunft des Königs, hat so Schnittränder an den Seiten und wir vermuten, dass es halt dann schnell gehen musste. Dann wurden die Gemälde zusammengerollt. In den 50er Jahren hat man diskutiert, was machen wir damit. Direkt nach den Extremen der grenzenlosen Gewalt der Nationalsozialisten und den vielen Toten des Krieges war es für viele dann das falsche Signal, richtigerweise in den 50er Jahren jetzt ein nationales Denkmal wieder erstehen zu lassen. Andererseits gab es dann immer all die folgenden Jahrzehnte auch den Wunsch, den Rathaussaal genauso wieder aufzubauen, wie er war. Doch dazu kommt es nie. Jahrzehntelang lagern die Gemälde zusammengerollt in ungeeigneten Räumen, sind Feuchtigkeit und Schimmel ausgesetzt. 1994 gehen sie als Schenkung an Klaus Gersonde und Paul Strieder, zwei Privatleute, unter der Auflage, sie zu restaurieren. Ihr Zustand ist so schlecht, dass sie inzwischen nur noch Bröselbilder genannt werden. Die neuen Besitzer gewinnen 1999 zwei Experten aus dem Museum Eremitage in St. Petersburg. In einer provisorischen Werkstatt in Ostdeutschland restaurieren sie 5 der 7 Bilder. Die Ankunft des Königs und das Bismarck-Porträt werden aus Zeit- und Kostengründen nur provisorisch konserviert. Ohne die russischen Restauratoren wäre der Rathauszyklus vermutlich nicht mehr zu retten gewesen. Aber Anton von Werners Kunst des Storytellings, in dem gerade Details wichtig sind, werden sie nicht immer gerecht. Man sieht es vor allem auf dem Gemälde der Viktoria. Also all das, was die Kunstfertigkeit eines Anton von Werners ausmachte, schwierige Faltenwürfe zu zeichnen. Man weiß, das ist wirklich eine besondere Aufgabe, Faltenwürfe in Gewändern richtig zu zeigen. Die Zeichnung der Gesichter so zu modellieren, dass da aus ihnen eine natürliche Kraft spricht. Ja? Die Zähnen detailgetreu zu zeigen. All das ist bei der Viktoria im Gegensatz zu ihrem Namen ziemlich in die Hose gegangen. Also ich würde sagen, sie war eine Verliererin. Das sehen Sie ein bisschen zu diesem grotesken Fall, dass der Krieger, der da schwört, das mit einem Finger tut. Das war natürlich im Original nicht so. Es gibt noch viele andere Beispiele dafür. Die Haare des Schildknappen, die auf einmal wie so eine Topffrisur wirken, die waren sehr, sehr fein ziseliert. Ja? Also auch die Siegesgöttin, die in einer ganz anderen Anmutung daherkommt. Vom Malen ist Katharina Daimel bei der Ankunft des Königs noch weit entfernt. Sie muss in einem ersten Schritt die von den russischen Restauratoren aufgeklebte, fast 18 Quadratmeter große Schutzschicht mit allergrößter Vorsicht entfernen. Es ist spannend und jeder Quadratzentimeter, den ich jetzt hier von dem Vlies entferne, enthüllt mir mehr und mehr vom Gemälde und ich kann mehr zum Zustand sagen. Auf der Internetseite des Museums kann man den Fortschritt von Katharina Daimels kleinteiliger Arbeit verfolgen. Immer schwingt die Sorge mit, dass die wichtigste Person auf dem Gemälde nicht mehr da ist. Denn eins weiß sie schon, irgendwo in der Leinwand ist ein großes Loch. Aber dann? Das Stückchen kann ich jetzt noch nicht komplett abheben. Da sind noch Schollen aus der Pickelhaube drauf, die kann ich noch sichern. Aber König und Begleitung sind zwar beschädigt, aber vorhanden. Zunächst hatte sie das Bismarck-Porträt bearbeitet, denn es ist deutlich kleiner und war besser erhalten. Katharina Daimel kann sich auch Zeit für Details nehmen, die sonst möglicherweise verloren gegangen wären. Ja, es ist auf seiner Wange, wenn man davor steht, rechts. Und zwar habe ich das erst während des Firnisabnehmens gesehen, dass sich da noch ein weiterer Schatten auf der Wange befindet. Ich denke so, was ist das? Ist das da eine Fehlstelle? Hat da mal jemand was gemacht? Und erst als der ganze Firnis unten war, das Gesicht freigelegt war, war klar, das ist sein Schmiss auf der Wange. Er war ja wohl Mitglied einer schlagenden Verbindung, wurde mir dann auch erklärt. Und dieser Schmiss ist tatsächlich in diesem Gemälde mit verewigt worden. Für Anton von Werner war dieses Bild das Wichtigste im Rathauszyklus. Eine Allegorie darauf, wie der Krieg Nord- und Süddeutschland geeint hat. Wie sehr er sich seiner eigenen Rolle dabei bewusst ist, zeigt die Tatsache das und auch wie er sich selbst auf dem Bild verewigt hat. Er steht, kann man so sehen, für die Verstorbenen des Krieges.
die im Grunde ihr Opfer gebracht haben, aus dieser Bildererzählung heraus, für die Reichseinigung, also wie ich immer sage, ein Krieg auf Kosten von Frankreich, eine Reichseinigung auf Kosten von Frankreich, wo dann die nord- und süddeutschen Stämme fusionieren zu einem Nationalstaat. Und das wird in dem Gemälde dargestellt durch zwei Germanen, die sich die Hand geben, und Anton von Werner für die Toten ist im Begriff, seine Hand da drauf zu legen, um diese Einheit zu beschwören. Das Deutsche Reich, geboren aus dem gemeinsamen Kampf gegen den Aggressor. Das ist das Storytelling dieses Bildes. Genau das hatte Otto von Bismarck mit dem Krieg erreichen wollen und deshalb alles dafür getan, den Angriff Frankreichs zu provozieren. Man versucht aber in der Propaganda, wenn man so will, zu zeigen, dass diese Geschichte schon ewig währt. Und dann geht man hin und legt die Anfänge dieses Nationalstaats zum Teil in mythologische Urzeiten zurück. Also die Deutschen kommen dann auf die Idee, ihre mittelalterliche Geschichte zu zeigen oder sie zurückzuverfolgen bis zu den Germanen. Und das heißt ja auch, die Mission, die schon vor Urzeiten begann, die darauf hinauslief, uns Deutsche zusammenzubringen, die ist jetzt vollendet worden. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit die preußische Mission, klar. Ne? Weil Preußen ja zunächst in den großen Herrschaftshäusern des Deutschen Reiches oder des Alten Reiches ja keine Rolle spielte, keine große Rolle spielte. Und insofern hatte auch diese Verlegung in mythologische Urzeiten einen großen Sinn, um den Ursprung zu zeigen. Mythen und Geschichte werden auch bemüht, um die Annexion von Elsass-Lothringen zu rechtfertigen. Der Friedhof in Gravelotte bei Metz. 30.000 deutsche und französische Soldaten liegen hier in Massengräbern. 1905 weiht Kaiser Wilhelm II. Hier ein Gebeinhaus ein. Diese historisierende Architektur soll den Menschen damals ganz deutlich sagen, Lothringen gehört historisch zu Deutschland. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren diese architektonischen Symbole noch besser bekannt als heute. Man hat sie verwendet, um bestimmte Ideen damit zu transportieren. Und die Menschen haben sie verstanden. Es ist das größte deutsche Denkmal für den Krieg von 1870 auf französischem Boden. Auch in Frankreich sucht man in der Geschichte nach einem passenden Mythos. Der Aufstieg von Jeanne d'Arc zur Nationalheldin ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Hier lautet die Botschaft: Sie hat sich geopfert, um Frankreich zu retten. An ihr richtet sich die traumatisierte Nation auf. Damals propagiert der Nationalismus wichtige Werte, um die Menschen zusammenzuschweißen. Man sucht in der Geschichte nach großen Ereignissen in Frankreich oder Deutschland, aber auch nach Heldenfiguren. Deshalb steht Jeanne d'Arc hier in diesem Museum. Sie strahlt die französische Würde aus, die man nach dem Konflikt wiederfinden will, damit die Menschen mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Zuversicht, die die Menschen brauchen. Vor allem in den annektierten Gebieten in Lothringen und im Elsass. Sie gehören jetzt gegen ihren Willen zum Deutschen Kaiserreich. Männer müssen zum deutschen Militär. Albert Bétainier thematisiert in seinen Bildern den Schmerz und die tiefe Verbundenheit der Menschen mit Frankreich. Aber sie tragen auch dazu bei, Rache zu schüren. Nicht nur in den annektierten Gebieten, sondern in ganz Frankreich. Einen Rachefeldzug will Otto von Bismarck unbedingt verhindern und sorgt für die außenpolitische Isolierung Frankreichs. Doch 1890 wird er vom neuen Kaiser Wilhelm II. Entlassen. Dessen aggressive Außenpolitik führt zur Bildung von zwei Blöcken. Frankreich erhält jetzt Beistand von Großbritannien und Russland. Ein Rüstungswettlauf beginnt. Das Deutsche Kaiserreich steigt zur zweitgrößten Seemacht nach Großbritannien auf. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Besonders erbittert sind die Kämpfe in Nordfrankreich, mit Millionen Toten auf beiden Seiten. 1918 kapituliert das Deutsche Reich. Es muss Lothringen und das Elsass wieder an Frankreich abgeben und Milliarden an Wiedergutmachung bezahlen.
Der deutsche Kaiser dankt ab und geht ins Exil. Anton von Werner wird das nicht mehr erleben. Er stirbt am 4. Januar 1915 in Berlin. Sein Leben lang hatte der bekannteste Maler des Deutschen Reichs auf das Kaiserhaus gesetzt. Zur Taufe seines Sohns war sogar der damalige Kronprinz persönlich gekommen. Das Ereignis war dem Maler so wichtig, dass er es auf den Wänden des Salons seiner Berliner Villa festhielt. Der Verbindung zum Kaiserhaus verdankte er auch die Ernennung zum Direktor der Preußischen Akademie der Künste. Über Jahrzehnte prägte von Werner den offiziellen Kunstbegriff. Doch stilistisch und thematisch entwickelte er sich nicht weiter. Am Ende galt er vielen nur noch als Karikatur einer längst vergangenen Zeit. Die Satirezeitschrift Simplicissimus nahm ihn als Befehlsempfänger des Kaisers aufs Korn. Er nennt dann auch diejenigen, die den französischen Impressionismus als tolles Vorbild empfinden in Deutschland, Französlinge. Ja. Spricht vom Anarchismus und Terrorismus in der deutschen Kunst, wenn er diejenigen meint, die moderne Kunstrichtungen vertreten. Ja. Und die eigene Akademie, auch das ist vielleicht bezeichnend. Es gibt nicht einen namhaften Künstler, der da mal hervorgegangen ist. Trotzdem hat er Werke erschaffen, die ins kollektive Gedächtnis eingingen und dazu beitrugen, dass die Menschen sich mit der neuen Nation identifizieren. Diese Bilder prägen uns bis heute. Am Anfang haben wir einen Nationalismus, der vielleicht auch eine demokratische Bewegung noch mitfördern konnte, der vor allem den Leuten, die in einer Nation sich dann befunden haben, die da gelebt haben, ein gutes Gefühl gegeben haben. Sie haben den Eindruck gehabt, sie sind Teil von etwas Besonderem. Das Problem ist nur, dass diese Definition auf diese Art und Weise oft eben einen Kontrast aufwirft zu anderen Nationen, zu Menschen in anderen Nationen. Und wir haben im Deutsch-Französischen Krieg im Grunde einen Bruch in der Frage, wohin kann Nationalismus führen? Ein Bruch, der weitreichende Konsequenzen haben wird. Auch wenn bis heute darüber gestritten wird, wie weit der damalige Nationalismus für das mitverantwortlich ist, was folgt. Und auf der anderen Seite geht es uns gar nicht so sehr um die Kunst. En fait, cette constitution de l'Empire allemand à partir de janvier 1871, das neue deutsche Kaiserreich wird in Frankreich als Bedrohung für das eigene Land und andere Länder wahrgenommen, denn das ist ein neuer Machtfaktor in Europa. On voit que là où Vorher war es den zahlreichen deutschen Einzelstaaten nicht gelungen, zusammenzustehen. Doch im Krieg ziehen sie geeint durch Frankreich und errichten ein eigenes Kaiserreich. Aus heutiger Perspektive erscheint die Zeit Anton von Werners wie der Ausgangspunkt einer Entwicklung, die im Zweiten Weltkrieg mündet. Erst in den 1950er Jahren schafft der französische Staatsmann Robert Schuman mit seiner Idee einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Grundlage dafür, dass auch Deutschland und Frankreich sich wieder die Hand reichen können. Vorerst noch zögerlich. 1963 besiegeln Konrad Adenauer und Charles de Gaulle im Élysée-Palast die Freundschaft ihrer beiden Staaten. 2019 erneuern Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Macron diesen Vertrag in Aachen. Die deutsch-französische Freundschaft erscheint selbstverständlich. Doch knapp ein Jahr später stellt ein Virus das alles in Frage. Zu Beginn der Corona-Pandemie schließt Deutschland seine Grenze zu Frankreich quasi über Nacht und ohne Absprache. Für die beiden Museumsdirektoren Laurent Turner und Simon Mazerat bleibt die deutsch-französische Verständigung eine permanente Herausforderung, auch für ihre museale Arbeit. Und wenn man das aus heutiger Sicht einmal vergleichend betrachtet, ist es sehr wichtig nachzuvollziehen, welche Bilder von sich selbst und von den anderen, also jetzt in dem Fall von Deutschland und von Frankreich, erstellt wurden. Und aus welcher Motivation heraus und mit welchen Stilmitteln, mit welcher Absicht, mit welcher Inszenierung, um zu begreifen, warum die deutsch-französische Geschichte so eine komplizierte war in den vergangenen 150 Jahren und warum wir mit der deutsch-französischen Freundschaft heute nicht in einem
Zustand sind, der naturgegeben eine Freundschaft bedeutet, sondern wir sind in einem Zustand, für den immer wieder gekämpft werden muss. Februar 2022. Fast ein Jahr schon hat Katharina Daimel an der Wiederherstellung der Ankunft des Königs in Saarbrücken gearbeitet. Eine lange Zeit, in der sie nicht nur jeden Quadratzentimeter des Bildes kennengelernt hat, sondern auch die Technik Anton von Werners bis ins Detail. Wenn man jetzt direkt über dem Bild arbeitet, so nah kommt ja kein Besucher dem Objekt. Man hat genau gesehen, das ist seine Handschrift. Das ist das Gemälde ist fast fotorealistisch, wie mit dem Pinsel skizziert, gezeichnet. Sie hat viele Überraschungen erlebt, Rückschläge erlitten, Schimmelpilz beseitigt, Löcher geflickt, Falten geglättet. Die Fragen, die die Bilder Anton von Werners aufwerfen, erweisen sich heute wieder als erstaunlich aktuell. Was ist Wahrheit? Welche Botschaft können Bilder transportieren? Welche politische Absicht steckt dahinter? Ohne das Wissen um die Epoche und ihre politischen Zusammenhänge kann man sie nicht beantworten. Auch heute noch muss man sich beim Betrachten dieser technisch grandiosen Bilder immer wieder vor Augen führen, dass hier nichts dem Zufall überlassen ist. Jedes noch so kleine Detail folgt einer ausgeklügelten Inszenierung. Anton von Werner wurde zu seiner Zeit so extrem geschätzt, weil die Menschen sich quasi hineingesaugt fühlten in seine Werke und so eine unglaubliche Nähe entstanden ist zwischen Bild und Betrachter. Es zeigt halt immer einen manipulierten Blick auf die Realität bzw. einen Blick so, wie wir ihn haben sollen. Er erfüllt die Bedürfnisse seiner Nation und muss dem Kunstgeschmack seines Landes Genüge tun. Das ist für einen europäischen Künstler am Ende des 19. Jahrhunderts doch ungewöhnlich. Von Werner hat genau das Gleiche versucht, was die Fotografie auch versucht hat. Und auch die Fotografie ist ja nicht die reine Objektivität, ist ja nicht die Realität, sondern ist eine Deutung von Realität. Werner hat das versucht und hat das wirklich auch bis zum Exzess getrieben, wenn man so will. Und das war für ihn tragischerweise, muss man nachher sagen, auch das, was seine Kunst letztlich überflüssig machte. Andere Medien konnten das übernehmen, was er zeichnerisch gemacht hat.